Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu unglaublich fantastischen Spielen. Ja, wir haben diesen Zeitpunkt erreicht, wo ich absolut keine Ahnung habe, was ich gerade machen soll. Und dann einfach Trash Games aufnehme. Heute mit dem unglaublich guten Spiel. Holy Poop. Heilige Scheiße, was soll man dazu noch sagen, ne? So. Wahrscheinlich wird das ein Toilettensimulator sein. Ich habe keine Ahnung. Instructions. Schauen wir uns doch die mal an. Oh, das ist ja schick gemacht. Instructions. Aha, arrow move forward. Okay. Nein, die Arrows. Oh, Mann, warum immer die Arrows? Okay, ich hoffe, wir erst geht auch, weil die Arrows sind meine Aufnahme. Das zackt ein bisschen. Okay, Space. Handbrake. Ich fahre? Okay. Und Maus Vision. Read instructions and enjoy it. Hurry up, you want to poop and you're in traffic. Ah, okay. You need to find the bathroom in the city. Take care with the traffic light. Respekt. Okay, ganz ruhig, ja. Ich bin ein guter Autofahrer, so ist es nicht. Ja, ich respektiere jedes Schild. Ich halte auch bei jedem Stoppschild an, auch wenn das keine Sau tut. Und ich halte auch Geschwindigkeiten, ne? Das ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist der Wahnsinn. Das macht keiner, ich weiß. Avoid people run as fast as you... And avoid people... Ach so, das ist ein Punkt. And avoid people. Run as fast as you can, okay. But remember, respect the traffic. Ja, sehr gut. Okay, ich hoffe, wer ist der hier, sonst habe ich ein Problem. Das muss ich mal kurz schreiben. Die Credits, oh mein Gott. Warum hat mich keiner von euch darauf hingewiesen? Die Credits! Ganz wichtig. Alter, diese Übergänge. So, wen haben wir denn da? Was ist Marilo Kinape? Riverbam? Was ist das für ein Name? Ah, das war der Programmer und Designer. Da haben wir noch einen Programmer und Designer, den Alexandra Chandoa Morris. Und dann haben wir noch Incompetech. Was war das? Royalty Free Music. Ah, die Musik. Natürlich, diese traumhafte Musik, die mir schon seit 24/7 durch den Kopf gerade dudelt und mich jetzt schon überhaupt tierisch wahnsinnig macht. Was haben wir da noch rechts? Ticket went through a red light. $40. $40? Billiger als bei uns? Muss man jetzt den mal lassen? Scheiße, wenn du gesagt. Exit ist natürlich auch mal ein sehr guter Button, den ich bei solchen Spielen auch nur empfehlen kann. Ja, also ich würde persönlich den Exit-Button öfter drücken als den Play-Button. Aber ich bin ja gezwungen, das hier aufzunehmen. Also, Play. Bitte sag mir, wer das Ding ist, muss ich kurz schneiden. Okay, es geht. Okay, die soll ich nicht überfahren, oder? Wieso kommt der mir näher? Warum läuft er auf der Straße? Oh mein Gott. Okay, ich sehe links haben wir einen Poop-Meter. Was? Das war noch grün. Schiri, das war noch grün. Oh mein Gott. Ach ja, Space war Handbrake. Ah, verdammt. Ich bin schon gewundert, warum das Ding so langsam bremst. Oh, wir können ja voll schnell werden. Abbremst, Break! Oh mein Gott. Abbiegen. Ach, jetzt sehe ich das Puppen wieder laufen. Okay, und ich muss die Toilette finden. Okay, offenbar gibt es die Ampeln nur auf einer Seite der Kreuzung. Das finde ich gut. Das habe ich, glaube ich, noch nie mal eben so gesehen, aber gut. Oh, diese Kurve. Oh no. Warte mal. Ach, ich glaube, das Puppen erhöht. Das erhöht sich bei jedem Backlaut, den wir am Auto haben. Oh, Headbrake. You lose. You wasted 120 irgendwas to poop in the car. Das Poopmeter war voll. Ich habe mein Auto gekackt. Und habe ich $120 Strafe bekommen, weil ich Sachen gemacht habe, die ich nicht machen darf. Tja, also wie Sie sehen, meine Damen und Herren, erste Runde top-notch gelaufen. Also, wir können alle sicherlich festhalten, ich habe fast gewonnen. Es war eine sehr knappe Kiste gewesen. Jetzt beim zweiten Mal zeige ich euch, wie man dieses Spiel wirklich... Oh mein Gott. Okay, das ist cool gemacht. Okay. Ah ja, you wasted $120 to poop in the car. Press left mouse button to quit. Oh nein, das sind meine Parking-Tickets. Aber ich find's gut. So gut, dass das Lenkrad da funktioniert. Das ist das Wichtigste. Okay. Man spawnt... Ist doch mal random. Oh mein Gott, dieses Spiel ist genial. Nein, okay, wir sind hier. Die Musik ist auch so gut. So, los geht's hier. Heute mal im Need for Speed Style. Ja, aus dem Weg.
Oh, kacke, mein Pupmeter. Das war kein rotes Licht, Schiri. Ja, vorne aber so lang, ja. Okay, ich habe keine Ahnung, steht hier irgendwo Dixie-Klo an der Seite oder wie soll ich mir das vorstellen? Da war's! You. Oh. You win! Your poop was worth $160. Oh, meine Kacke ist schon. Ist schon der Shit, $160. Also, wenn ich die dafür verkaufen könnte, das wäre schon der Shit. Ja, steht da, Shit. Aber die Witze sind einfach unschlagbar. Ist gut, wir noch weiterfahren. Oh, da hinten fährt auch ein Auto. Oh, schau mal, liegt mal hin. Okay, press left mouse button to quit. Wow, es ist ein. Oh, auf den Berg zu, Leute. Oh mein Gott, das müssen wir uns jetzt noch reinziehen. Das ist großartig. Oh, 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 Steillage. Oh nein, oh nein. Okay, jetzt geht's zurück in die Stadt. Kann ich noch fahren? Immer. Break. Die Break ist hier. Ja, die Break funktioniert. Okay, wir können noch fahren. Alles klar, wir fahren den Berg hoch, Leute. Alles mit Gas. Da, da, das ist eine flachere Seite. Das macht sich wahrscheinlich besser. Nein! Almost. Okay, neue Runde. Ist das das Klo da? Achso, nein. Ich, okay. Gut. Wo fahren wir heute mal lang? Ich frage, ob das Klo Ren ist, wo der noch mal da hinten ist. Aus dem Weg. Ich muss echt dringend ein abseilen. Parking Ticket? Verstehe ich nicht. Shit, Leute. Ich muss nicht mehr den Berg hochfahren und diese Schrift haben, aber dann haben wir diese Pupmeter begrenzt. Oder erhöht sich das gar nicht, solange ich nicht gegen was rase? Ne, das erhöht sich glaube ich auch so, oder? Ich schau gerade genau hin. Ja doch! Oh. Sachen sind passiert. Ja, okay. Scheiß drauf. Wir haben das Spiel gewonnen, wir haben das Spiel schon durchgespielt, aber ich würde sagen, wir wollen das Spiel nicht nur durchspielen, wir wollen es auch zu 100% haben das Spiel, wir wollen alle Achievements in dieses Spiel holen. Und ein Achievement ist locker diesen Berg da oben hochfahren. Nein! Oh, mit dem ich berührt, der Penner! Ja, ja, ja. Okay. Ja, wir fahren mit dem. Wir fahren mit dem Auto damit. Okay. Ah, mein Parking-Ticket, sehr gut. Ein treuer Begleiter. Oh, wir überholen ihn, Leute. Need for Speed-mäßig, Leute. Alter, habt ihr gesehen, wie ich den abgezogen habe, ey? Ich hab den gar nicht mehr gesehen an der Seite. So schnell war ich da vorbei. Boah. Okay. Ja, das Puppi da erhöht sich langsam, wenn man nicht gegen was rast. Ja, ja. Das wackelt nicht zu sehr von unseren Kollegen hier. Der Anus muss schön entspannt bleiben. Da, nein, das ist eine Mauer. Nein, okay, doch nicht. Wir haben es geschafft, Leute. 100%, ich kam, ja. Ist das der Himmel? Haben wir gewonnen? Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, wie geht's dir so, Parking-Ticket? Mir geht's super. Ist doch gut, dass dieses Pupmeter erstmal so schön gemalt, auch einfach auf unseren Rückspiegel, also auf unseren Seitenspiegel geklebt haben. Jo. Wie sieht denn eigentlich da drin ist? Wäre mal voll interessant zu wissen. Na gut, das Puppen lassen wir jetzt nicht verlaufen. Quit. Hab schon Play. Wieso? Ich drücke auf Play und es passiert nichts. Hallo? Spiel! Instructions? Ich kann nicht auf die Instructions klicken. Naja, gut, Leute, ich glaube, damit hat sich diese Trash-Folge auch schon. Ist ja schon fertiggestellt. Wahrscheinlich etwas kurz geworden, aber ich finde. Die Qualität dieses Spiels gleicht die Quantität wieder aus, würde ich sagen. Das ist der Videolänge, oder? Ich glaube, da können wir uns doch einig sein, ne? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Programm, das Prozedere. Ich muss, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Und wenn es euch gefallen hat, diese
unglaublich gute Trash-Folge und dieses unglaublich gute Trash-Spiel könnt ihr natürlich erstens selber spielen und zweitens hoffe ich, dass ihr natürlich auch wieder bei der nächsten Folge einschalten werdet, bei der nächsten Trash-Folge. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ich weiß, das Video ist zwar schon zu Ende, aber wir müssen unbedingt nochmal in die Credits reingehen, damit ich euch diese drei Leute nochmal zeigen kann. Ja, dieser Murloc, dieser Alexandre und dieser Mr. Inkompetenz, damit die drei Leute auch mal googeln könnt, deren Adresse herausfinden könnt, indem ihr so richtig kräftig eine Backpfeife geben könnt für dieses Spiel. Damit ihr den, also je kräftiger diese Backpfeife ist, desto mehr zeigt ihr den Entwicklern, wie unglaublich gut dieses Spiel ist. So, jetzt aber wirklich. Tüdelü, ciao.